Beziehungsweise ich glaube halt da noch nicht dran, dass es jetzt schon das Ende war. Hi, neue Start, neue Woche. Ich krieg gleich Besuch und Überraschung für euch. Ratet mal, wer kommt. Ich habe versucht, jetzt hier noch in kürzester Zeit die Wohnung so ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Ob es mir gelungen ist, ich glaube eher nein. Ich habe jetzt das Wohnzimmer und die Küche fertig gemacht schnell und das Badezimmer natürlich, aber so Hamsas Zimmer und das Schlafzimmer. Katastrophe. Katastrophe. Ich zeige es den Gästen nicht, aber euch zeige ich es. Es ist eine Katastrophe. Komm, das müssen wir jetzt nicht an. Ja, wenn man Kind hat, YouTube, Kochen, Haushalt, alles, dann bleibt immer irgendwas guck auf der Strecke. Sehr interessant, wie die einpacken. Omomi, Cousinchen und meine Mutter und Papa. Hallo. Ja, bestimmt ja nach Warmrufe. Ja. Hallo! Hamza! Ich geh zum Video! Allah'ım surata bak ya, surata bak! Oh, yemek istiyorum seni! Kim karşılıyor ya Rabbi? Ah, kim karşılıyor ya Rabbi? Bırak babaanne, bırak, bırak, ben toplarım. Sen bırak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kim karşılıyor ya Rabbi? Ah güzellik. 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 Gel. Adam olmuştum. Adam olmuştum. Yavru kuşum, yavru kuşum, yavru kuşum. Anneniz kuzusu, kuzusu. Oh, oh, oh çok tatlısın sen. Ne haber Sami? İyi baba, hoş geldin. En güzel yerden oturalım. Noch ganz frisch. Und hier der Ring. Ich glaube, ich spinne. Ich bin im Schock. Hasan, değiştirmişsin de öyle. Evet. Çok güzel olmuş. Evet. Yüzüğünü görmedin mi? Yüzüğüne de bir bak. Yüzük yaptırmış, baksana. Bakayım. Şok. Aman Allah'ım amca ya. Benim de öderim yoktur. Senin pek hoşuna gidiyor galiba. Herhalde. Örücü pendikte. Toll machst du das, Hamza. Super. Na, hat Oma Triletsche geschmeckt? Jeden Tag 14 Uhr. Hat Triletsche geschmeckt? Gar nicht, gar nicht. Viel, viel schmeckt. Viel schmeckt. 14 viel, Uhr, viel schmeckt. Aber ich melde mich nochmal. So schmeckt gut, du. Delicious, herrlich. Schaut mal, wo wir jetzt sind. Mr. Duty Big ist auch am Start. Guten Appetit. So, da haben wir gerade ein Paketchen bekommen. Gucken wir mal, was da drin ist. Surprise, surprise. Yanlış mı? Kesinlikle yanlış. Niye? Bizimdeki elektrolar büyük müydü? Bilmem. City Light mı yazıyor üstünde? Cybex Prime City Light. Evet. Aber der Cybex ist natürlich Cybex und deswegen mussten wir uns trotzdem nochmal die Räder bestellen. Aber wie gesagt, jetzt sind auch noch die falschen angekommen. Guck mal, kannst du dein Buch hören? Ja, das ist doch toll. Warum haben Babys immer eine Vorliebe für Fernbedienung? Kann mir das einer erklären? Los geht's! Gerade Straße, gerade Straße.
Holperstraße. Ich hatte euch ja mal was erzählt von dieser Sudocreme. Die gab es ja mal vor Jahren in Deutschland. Warum gibt es die nicht mehr in Deutschland? Das ist so eine Allzweckwaffencreme, also hilft gegen alles. Ich bin der Meinung, ich hätte sie irgendwo auf einer Seite gesehen, wo es die noch gibt. Aber das ist wirklich eine super Creme. Wenn ich die auftrage bei Hamza auf dem Poschi oder in meinem Gesicht, als Zweckwaffe. Kennt die jemand? Dann würde ich mich freuen, wenn ihr mal was dazu schreibt. Ich würde sagen, wir lösen jetzt die Gewinne auf. Ihr habt ja alle fleißig mitgeraten. Meine Güte. By the way, ich habe hier immer noch das Brow-Zeugs jetzt gerade einwirken. Deswegen wundert euch nicht, weshalb es gerade so dunkel hier ist. So. Die Bank hat mir natürlich einen Schrieb mitgegeben, was die auf mein Konto überwiesen haben. Diesen Schrieb habe ich jetzt leider verloren, aber ich kann euch jetzt sagen, was dabei rausgekommen ist und wer der Gewinner ist. Ein Betrag zwischen 170 und 230 Euro ist keine Schätzung. Ihr solltet natürlich schon eine Dezimalzahl dahinter, also 170,75 Euro oder so schreiben, weil wenn jetzt 15 Leute 150 schreiben und daher 150 rauskommt, so. Also, der Gewinner ist, denn es waren ganz genau 200 und... Trommelwirbel. 244. Und der Gewinner wird jetzt hier eingeblendet. Ich habe alle Kommentare durchgelesen. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Melde dich doch gerne bei mir, beziehungsweise ich schreibe dir eine Nachricht und dann schicke ich dir einen schönen Code, wo du dir dann deine Kette aussuchen darfst. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Next Step. Einige haben mich noch über den Lippenstift gefragt, den ich in dem Video drauf hatte. Das ist der NYX Soft Matte Lip Cream. Ich verlinke euch das wieder in der Infobox in der Farbe San Juan. Dazu muss ich allerdings sagen, dass die nicht so lange halten wie zum Beispiel mein Maybelline Lip Stain. Die Farbe ist zwar mega schön, aber die Tragedauer ist leider nicht so lange. Übrigens, by the way, Sami ist krank geworden. Ich habe ihn jetzt hier so ein Drink. So ein... Das ist hier dein Ilaj. Wie findet ihr die Tasse? I'm in love with this Tasse. Einer hat mir geschrieben, Ebro, wo schaffst du das alles? Essen, Kind, Mutter, Hausfrau, YouTube, Eisdiele, Duty Shop, alles unter einen Hut zu kriegen. Ich schaffe es nicht. Also irgendwas bleibt immer auf der Strecke, Leute. Das ist so heftig anstrengend. Entweder bleibt der Haushalt auf der Strecke oder irgendwas anderes wird verzögert. Oder ich bin eine Niete in Ehefrau oder ich bin... eine schlechte YouTuberin oder ich komme mit meinem Video nicht hinterher, obwohl die letzte Zeit poste ich eigentlich seit fast 3 Monaten, mittwochs regelmäßig auf jeden Fall. Das Wochenende versuche ich halt immer samstags oder sonntags ein Video hochzuladen. Bis jetzt hat es, glaube ich, auch eigentlich ganz gut geklappt. Ja, ich kriege es natürlich nicht alles unter einen Hut, weil es schon echt heftig scheiße anstrengend ist. Aber ich gebe mein Bestes. Du krankes Hühnchen. Ich habe es dir gesagt. Aber dann, Allergie. Allah Allah. Hasta üzerime gelme demiyor muyum ben size? Hallo, was machst du denn da, Mr. Duty? Oğlum, evladım. Evlatlarım. Ne yaptın sen kendine öyle? Ne yapmışım? Kaşlarının altında ne var? Kaş. Kıl. Niye kesmiyorsun ki onu? Sen sorasın diye. Maket bıçağı mı? Ama maket bıçağı diyorum ya. Neydi o? Tıraş bıçağı mı bitti? Sen girme zaten bir jilet maket bıçağı diyeyim. Senin tıraş bıçağı mı bitti? Ne? O zaman sakallarını kes bitmediyse. Bizde sakal gitti, baş gitti aslanım. Was habe ich denn unter meiner Augenbraue? Verstehe ich jetzt nicht, was meint. Hamza, Hamza. In 10 Minuten geht's ab in die Badewanne. Der Badewanne. In 10 Minuten wird geduscht. Ich möchte gerne diesen Dinosaurier an. Den möchte ich gerne aufessen. Dudi! Jetzt müsst ihr gleich mal sehen, wie glücklich Hamza ist. Wenn wir ihn ausziehen, dann weiß er ganz genau, dass es ins Badezimmer geht. Nein, mein Schatz, das ist gefährlich. Das kann umkippen und dich dann verletzen. Dudi, hörst du? Ich habe die ganze Bude abgesucht nach dem Akkuladegerät von diesem guten Teil hier. Damit trage ich mein Make-up nämlich auf, aber ich finde das Akkuladegerät davon nicht mehr. Schiete. Brauche ich das hier? Das ist von Braun. Das habe ich jetzt schon 2-3 Jahre. Ich glaube, das ist Akku leer. Hamza, du kleiner Dreckspatz, du?
Du kleiner Nacki da, du! Oh, so, Mama, das hat's aber auch kompliziert gemacht, ne? Da wir beide geduscht haben, ziehe ich mich gerade an und Sami macht Hamza fertig, Bett fertig. Geht's dir schön? Und Schlafsack anzieht. Gute Nacht! Gute Nacht, Papa! Bis morgen! Hallo Dudis, nächster Tag. Ich habe gerade mein Video für Sonntag gedreht, also falls ihr es noch nicht gesehen habt, hier. Und zwar erzähle ich euch da, wie man Spliss loswerdet mit einer Spliss-Schneidemaschine. Hm, what? Ja, wenn ihr es nicht gesehen habt, ich verlinke es euch hier und am Ende des Videos nochmal. Sami geht jetzt ein Auto mieten für einen Tag. Wir haben ja noch immer kein Auto. Es ist einfach scheiße, ist das, aber es ist echt nicht schön, aber man kann einfach nichts unternehmen ohne Auto. Und er holt es jetzt gleich und dann fahren wir zu meinen Eltern nach Pendik. Ihr beiden Hübschen haben gerade gegessen. War's lecker, Ole? Hm? War's gut? Hat's geschmeckt? Und so sieht übrigens ein Waschbecken aus, was verstopft ist und nicht ablaufen will. Und ich will ja nicht mit den Fingern rein. Ah! So, jetzt sind wir auf dem Weg Richtung Pendik. Und sag mal, wem wird auch immer schlecht, wenn er hinten sitzen muss? Also mir zumindest gerade mega. Und ich habe das Gefühl, immer, wenn wir hardcore diäten, kommt mein Mann immer mit Sachen, zum Beispiel mit diesen Donuts hier an. Was soll das? Ganz ehrlich, jetzt sag mir mal in die Kommentare, wer kann da widerstehen? Ohne Scheiß, jetzt kannst du da widerstehen, das nicht zu essen. Ich habe hier gerade einmal abgebissen, weil ich es nicht mehr aushalten konnte. Das ist doch krank. Also immer, wenn ich sage, bring bloß nichts mit nach Hause, weil sobald irgendwie Schokolade, Puddings, Eis, Trileche zu Hause ist, dann ist bei mir Game Over. Deswegen kaufe ich auch gar nichts mehr ein, weil sobald was zu Hause ist, dann muss es auch gegessen werden. So, Mama und Papa reisen morgen ab und hier wird hier nochmal richtig Gas gegeben, ne? Hansa! Geh, wir sind nochmal, ne? Na, was habt ihr heute gemacht? Einkaufen. Letzten Besorgung machen. Ja. Hm. 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 Aber warte mal, wie das. Einen wunderschönen guten Morgen. Mir ging es gestern so schlecht, Leute. Es ging mir so schlecht. Guck mal im Licht, wie ich aussehe. Ich hatte mega Schwindelattacke. Ich habe mich nur noch ins Bett geschmissen und gesagt, kümmere dich immer um, mir ist es scheißegal jetzt. Man hat mir einfach die Füße vom Boden weggezogen. Und aber ich habe mich jetzt in der Nacht gut erholt und Hamza hat auch gut mitgemacht. Aschkidam. Er hat auch gut geschlafen. Und es ist jetzt schon 23:30 und ich warte immer noch auf meinen Mann, dass der jetzt mal aus der Toilette rauskommt. Ey, ganz ehrlich jetzt, ne? Wie kann man nur als Mann, ja, ich verstehe es als Frau nicht, jetzt ganz intimes Thema, ne? Aber wenn ich auf Toilette gehe und dann gehe ich auf Toilette, es plumpst raus und ich komme wieder raus. Was ist dieses stundenlange da Gesitze und mit dem Handy gespiele und am besten noch hier ein Zelt aufschlagen? Kann ich nicht verstehen, ey. Stundenlang. Und dann bin ich die Doofe, wenn ich dann mal meckere, warum das immer so lange dauert alles. Das ist doch so nervig, ey. So, ich weiß jetzt nicht, ob wir frühstücken gehen oder ob wir uns was holen und dann bei Schwiegermutter essen. Keine Ahnung, lassen wir uns mal überraschen. Auf jeden Fall habe ich mega Kohldampf. Can we talk about the Hintergrund, bitte? Can we talk about it? Oh mein Gott, ich bin verliebt. Ja, auf jeden Fall schneide ich das jetzt mal, bis Sami dann aus der Toilette raus ist. Vielleicht habe ich dann schon mal ein Stückchen geschafft. Meine Schwägerin schält hier gerade Patates, weil Pommes angebraten werden soll. Also nicht gerade das gesündeste Frühstück on Earth. Kann deine Stimme sein, bitte schon. Das ist unser Frühstückstisch von heute. No, evet, Hamza Bey'in geri geliyor. Nein, jetzt wird gegessen, Hamza. Oğlum, bir şey yok. Ama Hamza'yı çek, çek Hamza'yı. Hamza'yı geriye çek. Hayır, hadi soğutmayın, hadi. Anne. Zeytin. Kızım, hadi otur. Bir tane soğuk.
Wir haben jetzt hier noch Kaffeekuchen abends um 10 Uhr. Also bei uns in Deutschland war es immer so, Punkt 6 Uhr, spätestens 6 Uhr, 18.30 Uhr hatten wir immer Abend gegessen und dann nach einer Stunde, eineinhalb Stunden ging es dann ins Bett. Hm? Was gibt's denn da zu lachen? Danke, Philipp. Danke, Philipp. So ist es anders, was das stimmt. Philipp, Michael. Alhamdulillah, normal zum Zimmer sogar. Was war Ben? Normal ist es nicht. Einen. Chuck. Chuck. Chuck, läuft schon, Ben. Ich schwör's dir, ich habe null Motivation, diese Wohnung hier aufzuräumen. Diese Wohnung, die bedrückt mich so. Und ihr wisst ja, dass meine Eltern vor kurzem hier waren und meine Mutter, mein Vater, wir saßen hier halt so ein paar Stunden, haben ein bisschen gequatscht mit meiner Oma. Und meine Oma meinte so, nee, lass uns jetzt hier raus, diese Wohnung bedrückt mich. Ich so, siehst du, dass diese Wohnung bedrückt halt nicht nur mich, sondern die bedrückt auch halt alle anderen. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass rechts und links keine Fenster sind, sondern nur vorne und hinten. Und die Wohnung im Allgemeinen sehr dunkel ist. Kennt ihr das, Medovnik? Das ist dieser Medovnik, der Honigkuchen, den ich mal auf meinem Backo-Kanal für euch gemacht habe. Da flippt er ja immer alle aus, weil der so lecker ist. Und diese Teigplatten, die gibt es halt schon fertig beim Russen zu kaufen. Und die habe ich jetzt hier in der Türkei. Und für Mittwoch werde ich jetzt diesen Kuchen backen. Und ich habe hier halt noch diese Milchmädchen. Und davon werde ich jetzt einfach mal zwei aufkochen, damit wir diese Karamell Sache hinbekommen und ja, das kommt jetzt für 3 Stunden ins Wasser hier rein. Wisst ihr noch die Kondensmilch von gestern? Ich mache die jetzt mal eben kurz auf. War falsch rum. So, das Karamell von gestern. Das Milchmädchen 3 Stunden gekocht, dann wird das zu so einer Karamell, oh mein Gott, zur Dolce de Leche und das verarbeite ich jetzt weiter. Ich hatte meine Schwägerin nämlich vorgeschlagen, dass ich dann Malenka mache, also mit Dovnik, und ich hatte den das schon mal gemacht und sie meinte, das essen sie nicht, das brauchst du gar nicht machen. Ich sag doch, wenn sie das nicht essen, die Gäste, dann sollen sie halt verhungern, beziehungsweise dann entgeht ihnen einfach das Beste, würde ich einfach mal behaupten, ne? Ich mag natürlich diese typisch türkischen Nachspeisen, aber ich finde halt auch mal, es kann auch mal was anderes sein, sagen wir mal so. Es muss nicht immer dasselbe sein. Und deswegen habe ich zu ihr gesagt, ich mache Medovnik, beziehungsweise Malenka. So, das Ergebnis wollte ich euch nicht vorenthalten. So sieht die Malenka jetzt aus mit den Fertigplatten. Das geht jetzt relativ schnell. So, das geht morgen am Besuch und das ist für Manny. Ja, falls ihr gerade auf Insta meine Story gesehen habt. Oh, Tani Jim. Oh, bist du auch traurig? Dann wisst ihr nicht ganz natürlich, worum es geht, weil manchmal kann ich halt so ein paar Sachen nicht erzählen, weil es geht einfach nicht. Das ist zu privat. Aber ich weiß, dass ihr auf jeden Fall mit mir fühlt und dass ihr mir halt durch eure ganzen Nachrichten auch Kraft gebt. Aber ich habe bis jetzt so viel geschafft und ich hoffe, dass ich das jetzt auch schaffe. Mit meinem Mann zusammen. Ich möchte euch da auch nicht runterziehen, aber ich möchte halt euch einfach auch mal sagen, dass immer nicht alles rosa ist, was glänzt. Oh komm, ich befreie dich da jetzt mal. Warte mal, mein Schatz. Get on your jeans. Andere Leute bauen Mist, es wird dir in die Schuhe geschoben. Andere Leute verarschen dich von vorne bis hinten. Man vertraut einfach den falschen Leuten. Bis jetzt habe ich sehr viel überstanden. Ich war bis jetzt immer ein Stehaufmännchen. Ich habe mir das jetzt über 10 Jahre aufgebaut und ich möchte diesen Kanal einfach nicht schließen. Beziehungsweise ich glaube halt da noch nicht dran, dass es jetzt schon das Ende war. So, und wir sind auch noch heute Abend zu Freunden eingeladen. Das heißt, ich muss jetzt noch auf die Schnelle einen Kuchen backen. Aber sie isst halt nicht alles. Sie isst nichts, was nicht Halal-Zertifikat hat. Also gar nichts. Und das ist natürlich voll das Problem jetzt. Ne? Das heißt, ich esse den Kuchen alleine. Naja, egal. Jetzt habe ich euch schon wieder schlechte Laune verbreitet, glaube ich, ne? Es ist auf jeden Fall nicht beabsichtigt, aber dieses Problem habe ich jetzt nun gerade und die Frage stellt sich, ob mein YouTube-Kanal noch so weiterlaufen kann, wie es jetzt momentan ist, oder ob ich das komplett umstellen muss auf einen türkischen Kanal. I don't know. Ja, wenn ihr meine letzten beiden Videos nicht gesehen habt, hier oben zeige ich euch den Splissschneider. Schaut euch das mal an, ob es richtig gut funktioniert oder nicht. Hier haben wir unseren Mitblock aus letzter Woche und hier oben könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Ich würde mich natürlich freuen.
Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich natürlich supportet, indem ihr das Video einen Daumen nach oben gebt und fleißig natürlich Kommentare schreibt, damit auch andere Leute das sehen. Und ja, herzlichen Dank fürs Einschalten und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Wochenende wieder. Bis dann. Tschüss.